Die besten Geschichten schreibt ja angeblich das Leben. Story of Your Life. Naja, der Plot für 2020 hatte mich bisher noch nicht so recht überzeugt. Aber gut, ich war auch gerade mal bei der Hälfte. Wer weiß, wie die Geschichte ausgeht. May you live in interesting times. Angeblich ein chinesischer Fluch. Und nur die erste von drei Stufen. May you come to the attention of those in authority ist die zweite. Und die dritte. May the gods give you everything you ask for. Uh, bitte drei decker mortadella Mit oder ohne? Hm? Pistazien. Ach so, ohne. Sehr gern. Darf es ein bisschen mehr sein? Naja, ein Decker mehr oder weniger. So, also ein Decker mehr ohne. Bitte schön. Hm? Ihr Deca mehr ohne. Den haben wir heute in Aktion, weil er nicht mehr ganz frisch ist. Gutes von gestern. Aber mit ein bisschen Lorbeer kann man den noch lang genießen. Tja. Zufall. Mit ihm hat das Leben aber auch den exzellentesten Ghostwriter für seine Geschichten. Du weißt ja, fällt in China ein Sack Fledermäuse um. Schon hast du beim Lidl an der Wursttheke drei Kilo Boccaccio in der Hand. Alles hängt irgendwie zusammen. Wir sind viele und doch sind wir eins. Aber mal ehrlich, wer hätte das mit dieser Fledermaus auf diesem Markt ahnen können? Ach so, doch. Peng Shou hat er es geahnt. Schon im März 2019. In einer Studie des Instituts für Virologie in Wuhan. Das Leben schreibt scheinbar auch die ironischsten Fußnoten der Geschichte. Aber zurück zu Boccaccios Geschichte. Auch im Jahr 1348, nach der heilbringenden Menschwerdung des Gottessohnes, war wohl irgendwo ein Sack Kartoffeln umgefallen. Nein, Moment, Kartoffeln waren noch nicht entdeckt. Jedenfalls bescherte irgendein dummer Zufall, ein vertuschter Laborunfall, eine Strafe Gottes für den Sündenfall der Menschen oder vielleicht auch der Wegfall von Biodiversität und tierischer Lebensräume dem wunderschönen Florenz. Die Pest. Und die Pest war 1348 eine Krankheit, bei der kaum jemand auf Facebook postete. Ach, das ist doch bloß eine Grippe, mit der Bill Gates die Menschheit versklaven will. Die Pest war so eine Krankheit, die hasste man wie die Pest. Oder wie Windows 95. Denn 1348 gab es weder Sicherheitsupdates noch Impfungen. Ja, nicht mal eine fiese Pharmaindustrie. Klingt gut. Für die Menschen in Florenz damals vielleicht mehr so Mittel. Die Lage war krisengeschüttelt, aber nicht gerührt. Also schon mal prickelnder. Die großen Florentiner Banken waren schon zehn Jahre zuvor bankrott gegangen, weil Edward III. von England seine Kriegskredite nicht zurückzahlte. Das Volk nagte am Hungertuch. Nur die großen florentinischen Tuchhändler waren reichlich betucht und würden bald den wunderbaren Renaissance-Faltenwurf sponsern. Die illegal ausgebeuteten Tuchsklaven in ihren Kellerateliers sahen derweil von der Kohle weniger. Sie waren viele und doch waren sie eins: ein Wirtschaftsfaktor, der nur eines verlangte. Billiges Tuch und billiges Fleisch. Von den hunderttausend Menschen in der Stadt hatten 25.000 das Recht, Waffen zu tragen, mit denen sie gegen die strengen Maßnahmen der Gouverneurin zu Felde zogen, denn die Pest selbst war blöderweise gerade nicht greifbar und das Trinken von Tuchgleichmitteln hatte nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Auf der ganzen Welt fürchtete man im Lockdown eine Zunahme an psychischen Problemen. Einzig in Japan war es genau umgekehrt. Die Selbstmordrate war um 20 Prozent gesunken. Vielleicht lag das auch daran, dass Japan das einzige Land der Welt war, in dem es ein Wort für Suizid aus Überarbeitung gab. Karo Chisatsu. Nicht zu verwechseln mit Karoshi. Das war der natürliche Tod durch Überarbeitung. Wen will es da wundern, dass sich eine Handvoll junger Leute aus dem Florentiner Prekariat in dieser globalisierten Kacke dachte, scheiß auf die versiffte Stadt, wir ziehen aufs Land. Zum Sterben sind wir noch zu jung. Natürlich sagten sie es etwas anders. Sie sagten, mit unserer achtsamen Distanznahme bewahren wir das System vor dem Zusammenbruch. Ich schütze dich, du schützt mich. Wir sind viele und doch sind wir eins. Doch die Provinz traf sie hart. Denn schnell wurde klar, dass das bekackte Landhaus weder WLAN noch Netflix hatte, kein WhatsApp und kein Instagram ging. Wie konnte man ohne seine Follower wissen, ob man überhaupt noch existierte? Und sie und ihre Follower waren viele und doch waren sie eins. Zum ersten Mal in ihrem Leben wären die zehn jungen Menschen sogar fast bereit gewesen, in ein Theater zu gehen, denn noch nie hatten sie eines so schmerzhaft vermisst: Geschichten. Aber. Unsere zehn hardcore quarantäneaussteiger aussteiger waren jung und schlau und mutig. Und darum wussten sie, in jeder Krise hast du die Wahl zwischen genau zwei Möglichkeiten. Erstens, du erstarrst. Du rettest lieber die eigene Haut als eine andere. Und die Schuld an dem ganzen Schlamassel gibst du am besten dem System. Oder den Rothschilds. Oder, meinetwegen, Reptilienformwandlern. Oder, zweitens, du öffnest dich und wirst aktiv. Du übernimmst Verantwortung. Und du entwickelst dich weiter. Und weil sie alle schon öfter bei Friday for Future Strikes gewesen waren, wussten sie gleich, Option 2 war die bessere Wahl. Also gründeten sie einen Story Startup und brachten zehn Decker feinste, eigene Geschichten an den Start. Jeder konnte sich eine Scheibe davon abschneiden. Und während sie so innehielten und erzählten, ahnten sie, was sie loslassen könnten, weil es nicht wichtig war. Und womit sie sich verbinden wollten, weil es wichtig war. Um sechs Uhr abends unterbrachen sie ihre Geschichten kurz, um draußen auf dem Balkon für die Eroing Corsia in Florenz zu klatschen, dann gingen sie aber schnell wieder rein, weil die Geschichten unglaublich spannend waren und weil das Chlorpyrifos im Weinberg so aufdringlich in der Nase brannte. Wenn sie Hunger bekamen, bestellten sie vegane Karmut-Pizza im Dorf. Kochen war keine Option. Die Männer konnten es nicht, weil sie noch bei Mama wohnten, wir sind in Florenz schon vergessen, wer kann sich da eine Miete leisten, und die Frauen wollten mal was anderes versuchen als der paternalistische Rest der Retro Lockdown-Welt. Nachts träumten sie erstaunlich viel und intensiv. Vielleicht hatten sie auch schlichtweg mehr Zeit zum Träumen, weil sie auch mehr Zeit zum Schlafen hatten. Alexander träumte davon, nach der Krise in einer besseren Welt mit einem kollektiv gereiften Bewusstsein aufzuwachen. Denn er wusste von seinem Investmentberater, das chinesische Wort für Krise setzt sich zusammen aus zwei Schriftzeichen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Chance. Nach dieser Krise werden wir genauso solidarisch wie die Pest auch den Klimawandel, die Flüchtlingskrise, die Rezession, den Welthunger und die marmorierte Baumwanze in den Griff bekommen. Denn wir sind viele und doch sind wir eins. Aisha hingegen gab zu Bedenken. Mavakagade, Alexander, nach dieser Krise werden die Reichen reicher, die Armen Ärmer und die Paranoiden Paranoider sein. In der Tat war der Gedanke von Alexander recht unhistorisch gedacht. Er hatte schon immer etwas hübschere Träume als Aisha gehabt, was auch daran liegen mochte, dass er der Sohn von Tuchhändlern war und Aisha die Tochter von Erntehelfern. Aber Träume wird man ja wohl noch sagen dürfen. Denn was blieb ihnen anderes übrig, als zu träumen? Diesen zehn Menschen und den Milliarden Menschen rund um die Welt. Ja, sie waren viele. Und doch waren sie eins. Und ihre Geschichten waren viele, und doch waren sie eine.